Alter. Was waren die letzten Worte des Fallschirmspringers? Weiß ich nicht. Immer diese scheiß Motten. Oder, Fallschirme sind der Windeln des Himmels. Ja, richtig. Was steht auf dem Grabstein des Zahnarztes? Das ist das letzte Loch, das ich fülle. Oh Gott, ja, den hab ich nicht. Den hab ich schon mal gehört. Ich liebe den. Riesiger Baldachin. Gefräßiger Balduiner Trockenschwimmer hier. Hast du den von der Person, die ich denke, von der du die hast? Oder ist denn der selber? Ich weiß gar nicht, ob ich den von der Person habe. Ach so, nee. Ich weiß, wie du meinst, aber nee. Den habe ich mal irgendwo gelesen, tatsächlich. Also. Ich habe ihn nicht selber erfunden oder so, das. Auf gar keinen Fall. Weil mir auch jemand geschrieben hat, deswegen. Echt, ja? So ein Scheiß! Ja, gut, wir. Hilfe! Wir erzählen uns auch dauernd irgendwelche. Moment, dusseligen Witze, also. Scheiße, ja, ich bin gerettet! Hier drüben! Langsam, wer auch immer du bist. Ich suche das Familienjuwel. Oh, ich kenne das Familienjuwel. Ich bin Baylex, der Navigator des Schiffs. Ich werde es dir beweisen. Hier sind die Koordinaten für meinen Arsch und jetzt komm und rette ihn. Das war's für dich. So. Giftiger Badass Grog. Ah fuck, der Boost ist abgelaufen. Na gut, okay, ist glaube ich nicht so schlimm. Es hat sich jetzt eh nicht mehr gelohnt für die eine Mission. Nee. Also das ist eine Nebenmission, ne? Ach du Scheiße. Ich meine, mitnehmen können wir sie, dann können wir sie beim nächsten Mal machen oder machen die jetzt noch, weiß ich nicht, wie du willst. Ich weiß ja nicht, wie lange die wieder wird. Ich kann sie ja mitnehmen und dann. Baylex, wo bist du? Ja, Affenleser-Kämpfe. Ja, aber ich stecke gerade mitten in was drin. Und zwar in einem verdammt riesigen Dinosaurier. Achtung! Hey, oder was? Okay. Töte ihn, komm schon mal los, töte ihn! Würde mich einfach mal interessieren. Oh Mann, endlich durch! Wo ist die denn? Mann, was? Nein, die ist ganz woanders, die ist ganz woanders. Wie ist, da ist das. Wieso bist du ein Plüschtier? Hey, ich will nicht drüber reden. Wieso suchst du überhaupt das Familienjuwel? Dort ist ein Fragment des Kammerschlüssels. Wainwright Jacobs schickt mich. Oh, du gehörst zu Wainwright. Okay. Ja, dann zeige ich dir, wo das Juwel ist. Ganz in der Nähe in einer Schlucht. Ich kann dich reinbringen. Hey, das kriege ich auf. Navigiert, Baby. Nice. Pack des Familienjuwels. Das Juwel hat wohl schon bessere Tage gehabt. Ja. Ja, ich musste eine Notlandung machen, da ich eine Meinungsverschiedenheit mit meiner Kampf-KI Genevieve hatte. Also eine Meuterei. Klingt besser als desaströse Trennung. Belassen wir es dabei. Die Notfallluke da drüben wird über Hydraulikleitungen gesteuert. Schneide sie durch und wir sind drin. Zusammen mit dir können wir das Juwel in 0,nix zurückholen. Also. Genevieve hat es gut gesichert, aber ich kenne alle Hintereingänge. Praktisch einen Navigator dabei zu haben, was? Wessen? Ja, bin wieder an Bord. Sieht zwar nicht mehr so aus, aber das war mal ein verdammt geiles Schiff. Baylex, du süßer kleiner Idiot. Was machst du denn hier? Hab ich dich nicht in einem Kinderspielzeug installiert und weggeworfen? Was? Klappe, Genevieve. Ich habe Unterstützung dabei. Wir wollen das Schlüsselfragment. Ich weiß, dass du es im Sicherheitsbereich versteckt hast. Tut mir leid, das ist schon fest versprochen. Aurelia meinte, sie kauft mir ein Schlachtschiff, wenn ich es zurückbringe. Keine Chance. Nicht, wenn wir zuerst da sind. Wir schnappen uns das Fragment. Ja klar, komm ruhig rein. Und was willst du tun? Mich zu Tode navigieren? Nimm Kurs auf deinen Arsch. Ich kann nicht mehr als navigieren. Kammerjäger, geh durch das Lazarett. Mist, jetzt
habe ich schon wieder navigiert. Hör doch auf mit der Scheiße. Das sieht hier ziemlich übel aus. Kleiner Nebeneffekt von unsauberem Navigieren. Wie hat sie ihn installiert? Ist er angekommen? Das hört sich toll an. Ich hab die Ratschiffs. Ach ja, wir haben den Booster nicht mehr. Ja, stimmt. Alter, das geht so schnell, zack. Ja, das ist schon eine ziemliche Metzelei hier. Gefällt euch die Show? Daran erinnere ich mich, dass es damals länger gedauert hat, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Danke, nett von dir. Oh. Oh, Enzo. Siehst du? Es hat geklappt. Kein Grund zur Sorge. Kein Grund, wütend auf mich zu sein. Ups, tut mir leid. Okay. Hast du E gedrückt oder was? Ich weiß nicht warum, ich wollte ihn wiederbeleben. Es war unnötig. Ich wollte ihn wiederbeleben. Gute Idee, Paris. Ich habe E gelesen und dann E wiederbeleben wollte. Nee, mach mal. Oh Mann, ey. Oh, bin ich doof, ey. Weißt du, alles überleben, die ganze Session über. Du bist mir schon einer. Ob ich eine Freigabe habe. Ich bin der Navigator. Also, Einheit Felix als blöder Idiot, der es nicht bringt, klassifiziert. Ja, den Ausdruck kenne ich. Das hat Genevieve gemacht. Ich glaube, ich kann es umgehen. Kammerjäger, schlag dem Narren den Kopf ab. Was? Oh. Fehler! Fehler! Sehr gut. Und jetzt installiere mich auf dem Bot. Was? Oh, hi. Hat er mich ja verfolgt? Ich bin drin. Ich lebe! Das sieht irgendwie verstörend aus. Ups! Ne? Spacken. Kommst du hoch? Irgendwie. Das sieht echt verstörend aus. Five Nights at Freddy's shit. Oh, ist das toll, sich zu bewegen. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt mach weiter hier. Und ihr kriegt Albträume. Ich habe Arme. Und für was ist das? Aber keine hier? Beine. Keine Beine, keine Kekse. In dem Moment, das ging anders. Ihr Luschen. Hier ist aber, lang, Kammerjäger. Das ist aber nicht schlimm, kannst du uns parken. Um das Schlüsselfragment zu finden. Und dann von der Bahn fahren. Was ist das für ein Name? Oh, ja, ja, ja. Das steht für binäre, automatisierte Logistik. Ja, okay. Der alte Jacobs konnte sich nicht zwischen Barry und Alex entscheiden. Also Balex. Nicht die coolste Erklärung, ich weiß. Das stimmt, das ist echt ziemlich uncool. Oh. Oh, sie hat wollte gerade noch ihren Namen sagen, der war ja richtig lang. Es pulsiert in meinen Adern. Ich habe. Lol, wie der mir ausgewichen ist. Das sah ja geil aus. Der hat eben so um meine Kugel rumgetanzt. Das hab ich gehört. Oh, krass. Feuerwerk geloschen. Tiger, die hat schon in der Luft zerrissen. Nice. Das denn? Dinosaurierkanone hier oder was? Oder bei Yu-Gi-Oh! Oder was ist hier los? Junge. Wir nähern uns dem Sicherheitsbereich. Erst gleich hinter. Ach Mist, ich navigiere schon wieder. Weißt du was? Du findest ihn selbst. Ja. Also hast du eben eine halbe Rede gehalten, damit der Satz endet mit, wir finden ihn schon selbst. Sehr gut.
Ja, nächstes Mal hätte er hoffentlich gleich die Schnauze. Da ist die Tür zum Sicherheitsbereich und Genevieve hat sie verbarrikadiert. Hier komme ich mit meiner Sanitäterbot-Freigabe nicht weiter. Na toll! Toll. Weiß ich, was besser als werden können. Ach, Security! Da steht ein niedlicher kleiner Verbrecher-Idiot vor der Tür. Bitte zerleg ihn. Langsam. Ich bin nicht niedlich. Oh Mist, da kommen sie. Bis hierhin und nicht weiter. Der Funke erlischt. Ich denke, ich bin zurück. Ich stehe. Fühlt sich gut an. So muss das sein, Kammerjäger. Du bist ein echtes Naturtalent. Also, ich weiß. Durch die Tür kommen wir nicht. Aber ich kenne einen Schleichweg. Gehen wir durch den Frachteingang. Tu das Not? Ja. Okay. Ich übernehme die Tür. Los. Hier durch. Easy. Oh, pass auf. Alter, das ist Mobbing. Ja, ich total kann Energie sagen. Geladen. Das war Mobbing. Weg damit. Auf höchstem Niveau. Mobbing für Akademiker und Singles mit Niveau. Ne, was? Ah, Mist, mehr Bots. Zu heiß! Lässt sie auf! Alter. Ich stehe unter Sturm. Feuerprüfung! Ich bin überflüssig! Ich hab den Lauf! Zwei Treffer. Ich treffe dich, du triffst den Bogen. Hammer! Den Trotteln haben wir es gezeigt. Was heißt hier wir? Das Fragment sollte in dieser Sicherheitszelle sein. Pass auf meinen Arsch auf, während ich die Türsteuerung navigiere. Ich hatte viel freie Zeit seit unserer Bruchlandung bei Lex. Wusstest du, dass die Jabba hier eine eigene Sprache nur für die Paarung haben? Die sind echt romantisch. Ist ja toll. Ja, ja, ich war nie gut in sowas. Reib's mir nicht unter die Nase. Willst du was davon hören? Es ist wirklich schön. Nein. Was? Was geht's dir gut? Ja, ich meine. Affen ASMR werden, oder was ist das jetzt hier? Affen ASMR! Geil! Ja, ich frag grad irgendwie. Aber es kommen immer mehr! Ah, die Klappe. Genau das haben die Jabba gesagt! Was machst du jetzt wieder im Zeit, Gabi? Ich verstehe ja. Also, man könnte doch einfach. Geht's dir noch gut? Nee, du bist wie die KI, wie dieser eine Mitschüler, den man einfach nicht abkann. Der bei jedem auf den Sack geht. Ja. Oh, Level 30. Alter. Hallo, guten Morgen. Mal, Mädel, tickst du noch ganz sauber oder was? Obwohl, als Klingelton wäre das bestimmt lustig. In der Bahn oder so. Klingelton! In der Bahn so. Auf einmal geht das los. So bei Mac ist. Komm zurück. Ich hab die Zelle fast offen. Das ist dumm. Ich kann das alles nicht mehr. So, ja, alle so sitzen so ganz ruhig. Okay, kommt ein Affengestöhne, ey. Was macht der Roboter denn? Dem ist langweilig, hat nichts zu tun. Ja. Ach, das so! Ich bin dem Falschen gefolgt! Boah, das war Mobbing! Ich brauche etwas Hilfe! Nicht auf den Chip treten! Ah, oh, Genevieve! Mein Körper! Mein schöner Körper! Oh, ich hasse dich! Ah, oh, Genevieve! Kammerjäger, es tut mir leid, dass du Zeuge der Folge dieser desaströsen Trennung wirst. Ich hatte wirklich geglaubt, Baylex und ich wären füreinander geschaffen. Er hat mich an Orte geführt und ich habe
Wer war ich denn jetzt? Niemals funktioniert, Genevieve. Wir sind von zwei verschiedenen Herstellern und außerdem hast du die Jacobs-Familie verraten, aber das ist sekundär. Okay. Herzlichen Glückwunsch, okay, I guess. Also, ich habe eine Idee, wie wir Genevieve besiegen können. Sie hat sich in einem Mullywarn-Mac installiert, aber es gibt noch einen im Shuttle-Hangar. Wenn ich den steuere, kann Genevieve uns nicht aufhalten. Los, ab durch den Maschinenraum. Hat die, ihr Affentourette jetzt abgelegt? Ihr Affentourette! Das hätte ich lange gehört. Tourette komplett nennt man sowas, glaube ich. Das hört sich toll an. Tourette. Junge. Hat sie ihr Affentourette jetzt abgelegt? Ah, schön. Und jetzt raus hier. Die Munition schießt. Ah, ja. Also, was jetzt, Belex? Mac-Zeit, Baby. Wir müssen sie öffnen und mich in das Prachtstück da reinbringen. Obendrauf ist die manuelle Steuerung. Man muss nur drankommen. Naja. Ah, oh, das stimmt nicht. Krass. Erreichen soll denn? Alter. Tatsächlich, wenn die sich, wenn die sich 100% mutieren würden, auf die höchste Stufe, würden wir den ohne Problem wegkriegen. Glaube ich ehrlich gesagt auch, ja. Oh fuck. Aber das Feature haben sie ja rausgenommen, ne? Also ich meine, das war am Anfang noch kurz mit diesem Vakuum-Nester, aber irgendwie... Ja, ja, stimmt. Das ist irgendwie nicht mehr so wirklich präsent. Wie ein Geschenk. Ah, fuck. Ach komm, warum reicht es denn nicht? Gleich denken können. Navigiert, Baby! Was ist das denn? Bring mich in diesen Mac. Das ist ein Mac. Verdammt, ist das ein Riesenbiest. Du kommst wahrscheinlich nicht an den Kopf. Setz mich einfach irgendwo hin. Oh ne, jetzt sieht der Bär... Ich bin drin. Mann, das sieht so scheiße. Schrecklich. Wie Iron Bear bei einem Lager-Rave. Iron Bear. Ja, ja. Marvel's Iron Bear. Ich sehe ein bisschen seltsam aus. Aber sieh dir diese Waffensysteme an. Wow, Alter! Komm mal! Uiuiui! Bist du? Willst du den Hirn weg? Ein paar Rätsel! Endlich kann ich mich austoben! Navigiert, ihr Luschen! Das ist ja Mobbing! Alter, geil! Mann, so wie ich das gehört! Toll. Also, wie schalte ich diese Schwebedüsen ein? Okay, was ist das? Wenn man auf der richtigen Seite ist, macht Mobbing auch Spaß! Was? Richtig! Nein, 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 nein! Wow. Scheiße! Oh, Oh. Ja, guten Flug, Arschloch. Kommst du wieder zurück, oder? Ja, wieso gehst du nicht schon rüber zur Brücke? Die Tür müsste offen sein. Ich versuche derweil aufzuhören, wild durch die Luft zu wirbeln. Dann haben wir beide was zu tun. Teamwork! Mhm. Ist das ein Idiot, ey. Bisschen Elbismund für uns. Tschüss. Aber beim kleinsten Problem bricht er zusammen. Oh. Oh, davon ist sie ja schon irgendwo. Ja, hier. Ich hab Max-Trend gefunden. Wann hast du gefunden? Max-Trend. Hä? Okay. Nett. Ja. Der ist auch echt voll. Ja, komm, scheiß drauf. Oh, Kammerjäger. Ich bin nicht überrascht, dass Baelix nicht dabei ist. Komm rein. Ich bin auf der Brücke. Baelix, bist du hier? Wohl nicht. Kammerjäger, ich bin fast da. Nur noch ein letztes Problem. Du bist nicht zum Pro-
Bösen gemacht, Baylex. Das ist mein Job. Du bist nur mein Chauffeur. Tja, ich löse gerade den Antikollisionsschutz. Genauer gesagt, ich löse ihn auf. Navigiert, wie bist du irgendwie? Ach, also die Tür, ne? Ah, okay. Ja. Ach, Mist. Oh. Ja, gehen wir's an. Oh. Was war's dann mit deinem Schild? Schade. Ihr seid schon bis down. Boah. So, ähm. Fliegt, meine Hübschen! Easy. Mach's gut, Genevieve. Du warst die Pest und ich habe dich gehasst. Jetzt hebt mich hoch. Hä, was? Achso. Da. Boah, den hat's zerlegt. Okay. Du hast das erste Fragment des Kammerschlüssels von Eden 6 erlangt. Oh, nice. Bring es an Bord der Sanctuary. Gut, können wir nächstes Mal machen. Wir hatten noch eine Nebenquest hier. Genau, wollte ich mich gerade sagen. Das wäre dann ja dann... Genau, ich denke, die machen wir dann beim nächsten Mal. Dann genau. Können wir dann Eden 6 beim nächsten Mal abschließen. Ja, also, erfolgreiche Session mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut Bis zum rein. Nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.